Hi Freunde, Mottenmann hier. Die zweite Prüfung ist von Charles Warkworth, beziehungsweise die zweite Prüfung unserer Hauptstory zur alten Magie. Wie genau die Prüfung aussieht, wie die Rätsel funktionieren, was zu beachten ist, erkläre ich dir in diesem Video, beziehungsweise zeige ich dir in diesem Video. Wie schon beim ersten Teil habe ich einfach nur mein Gameplay aufgenommen. Es kam so gut bei euch an, dass ich das bei der zweiten Prüfung auch gemacht habe und euch das Ganze zur Verfügung stelle. Kein Gequatsche von mir, kein Gespoiler, nicht mal mich sehen im Bild. Das hat alles Vorteile für euch. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht, ein Abo auf meinem Kanal zu hinterlassen, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, kein Video mehr verpasst und mich unterstützt, auf YouTube zu wachsen. Vielen Dank vorab. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Professor Rookwood. Die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Ranrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fig muss Sie jetzt verlassen. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Legatum Leviosa. Vengato Leviosa! Leviosa!
Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Revelio. Legioso. Ach hier. Defunto. Lazio. Expelliarmus. Arresto Momentum. Vingatium Leviosa. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Revelio. Confrito. Revelio. Vingatium Leviosa. Vingatium Leviosa. Vingatium Leviosa. Vingatium Leviosa. Revelio.
Wingardium Leviosa. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen?
Preveli. Ach hier. Vincent. Leviosa. Contrengo. Ach hier. Vincent. Preveli. Preveli. Contrigo!
Na endlich. Reveal. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen und hat dir in irgendeiner Form weitergebracht, beziehungsweise du hast eine Menge Spaß, es zu schauen. Nochmal der Appell, wenn es dir gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen, Anregungen, Anmerkungen? Wünschst du dir Ähnliches, was in diesem Video passiert ist, erneut, also so eine Art Let's Play von mir, dann schreib's dir noch gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche dir noch eine Menge Spaß in Hogwarts Legacy. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.